Wolfgang. Oh, hallo. Schau mal. Gefällt's dir? Ich hab mir gedacht, ich mache nicht nur Kinderklamotten, sondern auch sowas für Teenies. Habe ich doch früher schon für mich selbst gemacht. Und auch Lisa war mal total happy mit meinen Sachen. Vielleicht sind die anderen ja auch begeistert von... Sag mal, ist irgendwas? Ist der Husten immer noch nicht vorbei? Irgendwas in der Schule? Nee, nee, ist alles in Ordnung. Wirklich? Das glaube ich dir nicht. Cassie hat gesagt, sie wäre mit Sarah im Konzert gewesen. Aber ich denke, Sarah war krank. Eben. Aber dann... Also irgendjemand lügt hier. Ich glaube nicht, dass das Sarah ist. Sie ist ganz früh zurückgekommen. Mit dem Zug, obwohl sie ein Flugticket hatte. Sie hat gesagt, sie hat Sehnsucht nach mir gehabt. Du wolltest dich um mich kümmern. Das klingt doch sehr fürsorglich. Irgendwas ist in München passiert. Und wenn du einfach zu ihr gehst und sie fragst... Ach Mensch, Jenny, Cassie und ich haben uns immer gut verstanden. Sag mal, hast du nicht Lust, in ein junges, aufstrebendes Unternehmen zu investieren? Und später, wenn ich an die Börse gehe, kriegst du günstige Anteile an den Aktien. Hm? Ich dachte, du wolltest mit Männern nichts mehr zu tun haben. Von dir abhängig zu sein, macht mir nichts, weil ich dich ja sowieso beerbe. Kann ich bei dir kopieren? Danke. Vielleicht gibt's ja doch für alles eine ganz einfache Erklärung. Wahrscheinlich. Eine ganz einfache Erklärung. Peter? Oh, Mensch, Peter, das ist ja wunderbar. Die Schwester hat gesagt, dass ich mehr Bewegung brauche, wegen der Emboliegefahr. Oh, Maxi, schau mal. Maxi, du bist aber groß geworden. Ach, Peter, ich bin immer noch ganz baff. So ein Fortschritt in so kurzer Zeit. Und deine Hände kannst du auch wieder richtig bewegen. Ich bin so froh, Peter. Weißt du was? Das muss gefeiert werden. Irgendwo muss noch eine Flasche Shampoos rumstehen. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir feiern zu Hause. Zu Hause? Ja. Ja, wie stellst du dir das eigentlich vor? Also, du hast so einen großen Fortschritt gemacht. Da werden sie dir doch einen Tag Urlaub vom Krankenbett gönnen, oder? Bitte, Peter. Hm? Zu Hause? Ja. Ja. Warum eigentlich nicht? Danke. Die Schüler heute sind ganz anders, als wir früher waren. Ja, wahrscheinlich schnell an die eigene Karriere. Ach, den meisten ist sogar das noch zu anstrengend. Die wollen einfach, dass es ihnen gut geht. Von Beruf, Sohn, Hauptsache die Eltern zahlen. Also da wären wir. Oh. Vielen Dank für die Vorstellung. Kommt genau zur richtigen Zeit. Unser Gast, Mr. Eric Stevens, sucht nämlich dringend einen neuen Bodyguard. Also, was war los? Gernot, können Sie uns erklären, wie es zu dieser Szene gekommen ist? Es gibt also wieder mal keinen Grund für gewalttätige Aktionen in der Klasse. Dirk, Felix, Gernot, packt eure Sachen! Easy, easy, easy. Du bist ein Schwächling, huh? Oder was hat er euch getan? Hat er gestohlen oder hat er euch nicht abschreiben lassen? Er ist schwul. Quatsch. Klar, Schwuli, du bist der Erfinder. Du hast nicht genau hingeschaut. Er ist nicht nur schwul, er hat auch Schlitzaugen. Kommt hin. Und er ist schwarz. Ein schwarzer Schwuler mit Schlitzaugen. Was? Yes. Ja. Wenn du sagst, er ist schwul, dann ist er schwul. Wenn du sagst, er ist schwarz, dann ist er schwarz. Und wenn er dir nicht gefällt, dann kommt deine Gang und macht ihn fertig. So, und was hast du gegen ihn oder sie? Weißt du eigentlich, warum du auf ihn losgehst und nicht auf einen anderen? Weil er schwul ist. So what?
selbst wenn. Warum schlagen wir die, die schwächer sind als wir, die andere Hautfarbe haben, andere Sexualität, andere Religion? Weil sie anders sind. Und das macht uns Angst. Und Angst macht uns aggressiv. Und dann schlagen wir zu. Hier, habt ihr schon von Rock gegen Rechts gehört? Ich war am Wochenende in München und habe ein paar Musiker interviewt. Und dann war ich auf ein Konzert von Chris de Burgh. Und wisst ihr was? All diese Musiker haben große Angst vor neuen Faschismus in Deutschland. Und sie alle nutzen ihre Popularity, ihre Popularität, um gegen die vorzugehen und zu protestieren, die die Minderheiten ausgrenzen. Das hat in Deutschland schon einmal angefangen mit brennenden Häusern. Jenny. Jenny. Er schläft nebenan. Danke fürs Aufpassen. Schau mal, sind die nicht schön geworden? Ach, süß. Kannst du welche bei dir im Laden aufhängen? Na klar doch. Ich lege auch ein paar neben die Kasse, dann kann jeder eins mitnehmen. Das wäre schön. Weißt du, wann Marco kommt? Ich habe heute Vormittag noch eine Kundin, die will ein Kommunionkleid. Und Marco wollte mir Maxi abnehmen. Der musste noch was ausliefern mit Theresa. Das war zu schwer für sie. Aber die sind bestimmt gleich wieder da. Übrigens, Maxi war heute mit mir bei Peter. Hat er ihn nicht gestört? Nein, Peter geht's doch schon viel, viel besser. Der macht Riesenfortschritte. Stell dir vor, der hat doch tatsächlich den Arzt gefragt, ob er für einen Tag nach Hause kommen kann. Und da wollte ich euch noch etwas bitten. Also, falls Peter kommen sollte. Ich weiß ja nicht, ob Marco und du, ob ihr gestern reden konntet. Wir teilen uns auf jeden Fall das Sorgerecht. Also doch Scheidung. Oh, das tut mir leid. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich wollte euch fragen, ob ihr trotz allem eure Probleme ein bisschen zurückstecken könntet, solange Peter da ist. Ja, was soll man machen? Was meint ihr? Ich bin für harte Strafen. Ich meine, wenn es keine Strafen gibt, also Gefängnisse und sowas, dann wird das hier wie bei den Neandertalern. Dann hauen sich alle die Köpfe ein. Ich finde, man muss mit denen reden. So Aktionen wie Skins in die Türkei schicken, das finde ich gut. Oder so ein Film wie Schindlers Liste. Da haben wir doch mal gesehen, wie das war mit den Nazis. Das kann doch keiner ernsthaft wieder wollen. Was mir stinkt, ist, dass wir schon wieder nur über die Täter reden. Die armen Kerle, die keinen Jugendclub haben und so. Warum reden wir nicht über die Opfer? Warum reden wir nicht über die? Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Ich komme wieder noch 5 Minuten. Nein, ich muss Sie allein sprechen. Das ist wirklich sehr wichtig für mich. Ja, also euer Direktor will mich allein sprechen. Das war eine sehr gute Diskussion. Danke. Bis morgen. Hallo, Marco. Hallo. Kinderbücher stehen dort hinten. Das weiß ich, Frau Robinson, aber heute brauche ich ausnahmsweise mal was anderes. Wissen Sie, ich suche ein Buch über Beziehungen. Darum geht es auch in 90% aller Bücher. Es ist für jemanden, den ich doch mehr vermisse, als ich bisher gedacht habe. Naja, einfach eine Geschichte über zwei Leute, die mit Happy End eben. Ja, da kann ich dir das hier empfehlen. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber es geht wenigstens gut aus. Ich finde Auseinandersetzungen mit Jugendlichen immer sehr interessant. Erst langweilt sie die Themen, aber dann können sie gar nicht genug kriegen, über Antisemitismus und Dritte Reich zu sprechen und diskutieren. Sie waren bei Christi Berg? Ja. Ich wollte nämlich auch auf das Konzert nach München fahren, aber mir ist leider eine Bronchitis mit Fieber dazwischen gekommen. Ich weiß. Cassie hat mir erzählt, ich habe sie getroffen. Also ein Zufall, ja? Mit all den vielen Leuten? Ja, wirklich ein Zufall. Hat Cassie Ihnen nichts davon gesagt? Doch, selbstverständlich. Naja, ehrlich gesagt, wir haben sehr wenig miteinander geredet. Ich war krank. Ja, da wir waren dann essen und es ist komisch, ich habe das Gefühl, dass ich Ihre Frau schon ewige Zeit kenne. Naja, Sie sind Jude. Cassies Mutter war Jüdin. Ich nehme an, das verbindet. Ja, und wahrscheinlich haben Sie recht. Ich beneide Sie. Ich hätte auch gern jemand, der so zu mir steht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie noch gekommen sind. Die Stunde war wirklich sehr interessant. Cassie? Merci. Ja, ich hab euch
hier sitzen sehen? Ja, wir haben über München gesprochen. Ah ja. Na, komm, setz dich zu uns. Auch Kaffee? Ja, nein, Cappuccino. Danke, Otto. Ich habe deinem Mann gerade gesagt, was für eine wunderbare Frau er hat. Bevor ich fahre, könntest du mir noch den Versteck von deiner Mutter zeigen, wo sie war im Krieg? Ja, ganz sicher. Ja, ich als Jude und Autor interessiere mich natürlich für das Schicksal von Juden im Dritten Reich. Und wahrscheinlich auch, weil ich von meinen leiblichen Eltern nichts weiß. Wann machst du dein Geschäft zu? 12.30 Uhr. Gut, dann gehe ich noch ein paar Telefone machen und hol dich dann ab. Danke. Warum hast du mir an dir nicht erzählt, dass ihr euch auf dem Konzert getroffen habt? Hast du gedacht, ich wäre eifersüchtig gewesen? Cassie, du warst mit einem Mann, den du sehr bewunderst, auf einem Konzert und anschließend essen. Das war alles. Das war alles. Hat er das gesagt? Nein, er hat noch etwas gesagt. Was? Er hat gesagt, er wünscht sich eine Frau, die so zu ihm steht, wie du zu mir. Cassie, ich liebe dich. Wolfgang, ich glaube, ich muss dir was sagen. Ich habe mich in Erik verliebt. Prospekt. Darf ich bei dir auch eins aufhängen? Zu dir kommen noch eine Menge Mütter. Ja. Wo wohnst du denn jetzt? Frau Meißner ist doch in Spanien. Bei Karl in der Pension. Jenny, bitte besuch mich nicht mehr. Warum bist du so ungeduldig? Warum lässt du mir nicht ein bisschen Zeit? Ich werde geschieden, Sülo, das macht mich fertig. Und ich kann nicht gleich wieder mit einem neuen Mann. Warum hast du mit mir geschlafen? Weil ich dich gerne hab. Weil, warum nicht? Ich kann dir sagen, warum. Weil du einsam warst. Und weil du in Wirklichkeit immer noch Marco liebst. Und weil ich dir als Ersatzmann ganz recht war. Das stimmt nicht, Sülo. Für mich stimmt es aber! Aber stimmt auch wieder nicht. Für mich jedenfalls, weil ich dich nämlich liebe. Ich kann das nicht so wie ihr. So immer alles unter Kontrolle haben und... Entweder liebe ich jemanden oder ich liebe jemanden nicht. Ach, ist das... Weißt du, wenn wir hier in der Türkei wären, dann... Ach, jetzt komm nicht mit dem Argument. Du tust, als wäre alles schon entschieden zwischen Marco und mir. Dabei haben wir nur über das Sorgerecht gesprochen, über Maxi. Dass in Deutschland immer alles so furchtbar kompliziert sein muss. Als ob es bei euch keine Scheidungen geben würde. Männer, die ihre Frau wegen der anderen sitzen lassen. Wir sind Mohammedaner und sind bis zu 4 Frauen erlaubt. Du Blödmann. Lass uns Freunde sein. Danke. Papa! Jenny. Was ist? Du hast dich in Erik verliebt. Wie lange hat sich deine Mutter hier drin versteckt? 1943, bis Kriegsende. Unglaublich. So lange Zeit. Ohne Gessners Vater hätte sie nicht überlebt. Ihm gehörte das Haus. Er hat sich immer um sie gekümmert. War er auch Jude? Nein. Er wollte ihr einfach nur helfen. Gessner sagt immer, sie ist die schönste Frau im Marienhof gewesen. Und dein Vater? War im Krieg. Aber ich glaube, er hat sich ganz gut aus allem raushalten können. Und du und deine Geschwister, ihr wart bei ihr? Damals gab es ja nur meinen ältesten Bruder. Mama hat versucht, ihn irgendwie aus dem Land zu bringen. Wohin? Nach England. Nach England? Vielleicht mit dem Kinderzug? Ich weiß es nicht. Er ist tot.
Tut mir leid. Erik, dieses Wochenende, was bedeutet es für dich? Ich habe ein paar sehr interessante Menschen kennengelernt. Ich habe einen wunderschönen Abend mit dir verbracht. Und dann eine Nacht, in der ich mich gefragt habe, warum du so plötzlich verschwunden bist. Ja, ich wollte mit Wolfgang reden. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich in dich verliebt habe. Ja. Ich hatte gleich das Gefühl, dass hier etwas ganz Besonderes passieren würde. Und ich hatte deshalb auch ein bisschen Angst, hierher zurückzukommen. Du weichst mir aus. Nein, ich will nicht ausweichen. Ich weiß, es klingt etwas albern, aber ich würde einfach mit dir gehen. Ja. Jetzt probieren Sie mal, Frau Busch. Ja. Achtung. Ach, die Keile müssen breiter sein. Die sind irgendwie zu steil. Vielleicht hätte ich ihn doch nicht dazu überreden sollen. In seinem Zustand kann ein Tag ganz schön lang werden. Der Arzt ist ihm erlaubt? Er meint, es würde seiner Psyche enorm gut tun. Die eigene Familie ist immer besser als jeder Arzt. Wenn ihr den Wagen noch länger braucht, kann ich Maxi auch so mitnehmen. Was? Nein, nein. Aber morgen bist du da. Du kommst doch mit Maxi zum Essen, ja? Ja. Hast du Marco gesagt, warum ich euch gebeten habe? Keinen Streit, solange Peter da ist. Bitte. Wir werden Contenance bewahren, wie einst Lady Di und Prinz Charles. Ja, das kann ja heiter werden. Wo ist Maxi? Moment, ich hole ihn. Hat der Prospekt Erfolg gehabt? Hast du schon irgendwelche Aufträge? Ich habe bis jetzt Papa getröstet. Beziehungsprobleme scheinen bei uns in der Familie zu liegen. Hallo, Maxi. Hier, vielleicht magst du es mal lesen. Es stehen eine Menge gute Sachen drin. Von wegen Contenance und so. Ist das so eine Art Knickel für hoffnungslose Scheidungsfälle? Traust du mir zu, dass ich es auch ohne schaffe? Quatsch. Es ist nur, ich hätte gern, dass du mal einen Blick reinwirfst. Okay. Tschüss, Maxi. Ich werde dich vermissen. Komm, mein Schatz. Ciao. Ciao. Und mein ruinlosen Leben ist nur das eine, dass ich von Stadt zu Stadt fahre. Und am liebsten in Hotelzimmern schreibst. Woher weißt du das? Aus dem Klappentext deines Buches. Ja, und genauso so rastlos war bisher meine Beziehung. Das könnte ja anders werden. Ich habe zwei uneheliche Töchter von zwei verschiedenen Müttern. Ich habe Christina. Ich muss einfach mal wieder raus. Weißt du, in Amerika... Erik, ich möchte Israel sehen. Du weißt, dass die Lage dort sehr unruhig ist, gefährlich. Und überhaupt, was wäre mit Wolfgang? Wolfgang? Naja, es wird irgendwie schwer werden für ihn, aber er wird mich verstehen, er kennt mich. Ich möchte mitkommen. Cassie, ich muss erst mal mit meiner eigenen Vergangenheit klarkommen. Ich werde dir dabei helfen. Geht es dir auch manchmal so, dass du dir etwas wünschst und es dir vorstellst und dann, wenn es Realität wird, dann bist du enttäuscht? Ja, trotzdem bin ich immer neugierig, die Wahrheit zu erfahren. Ja, aber die Wahrheit ist manchmal richtig ernüchternd. Ah ja, danke. Stimmt so. Danke. Bitte. Ach. Hier, das ist meine Mutter. Das ist deine Mutter. Ja. Wir müssen zu deinem Vater. Warum? Marian, Jacke, Hose, Engelmann, mehrere Sommerröcke. Immerhin.
Aber sie hatte schon früher harte Winter überstanden. Und auch dieser würde nicht schlimmer sein als die vorigen. Eigentlich würde er sogar besser sein, denn auf seltsame Weise hatte sie das Gefühl, dass ihre Familie ihr wiedergegeben war. Und sie wusste, dass die Erz vereint genug Kraft hatten, allem zu widerstehen, was das Schicksal ihnen antun mochte. Das war das Wichtigste, Zusammenhalt. Darin lag die größte Stärke. Ihre Familie, die den Blick aus der Vergangenheit in die Zukunft richtete und nie vergaß, dass hinter dem Winter bereits ein neues Frühjahr wartete. Das passt. Auch für Wolfgang. Herr Siebenich, kann ich Sie bitte einen Moment sprechen? Ja. Ist etwas passiert? Kann ich bitte einen Schluck haben? Ja, natürlich. Sag mir doch endlich, was los ist. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Meine Pflegeeltern haben mir immer gesagt, dass meine richtigen Eltern im Dritten Reich umgekommen sind. Mehr wussten sie auch nicht. Stevens, das ist der Name von meinen Pflegeeltern. Ich weiß nicht mal, wie meine richtigen Eltern hießen. Oder besser gesagt, heiße. Dann leben sie noch. Wenn ich noch ein kleiner Junge war, hat mich ein Freund von meiner Mutter in einen Zug gesetzt. Der Zug sollte nach London fahren. Da waren viele jüdische Kinder in dem Zug. Wir hatten nicht nur die Kleider am Körper, aber ich hatte noch etwas dabei. Ein Bild von meiner Mutter. Und ich habe es immer bei mir behalten. Auch als die Bomben auf die Zug gefallen sind. Nicht zu glauben. Cassie verknallt in ihren eigenen Bruder. Wird sie umdenken können? Gefühle gehen bekanntlich ihre eigenen Wege. Auch in der nächsten Folge Marienhof.